So, einen wunderschönen guten Morgen hier, nicht zum Livestream, sondern heute zum Videotagsalon oder Short am 20.01.2020. Wir wollen natürlich wie gewohnt auf den DAX schauen, der jetzt erstmal nach wie vor relativ stark eröffnen wird, aber es eigentlich sich gegebenenfalls ein paar interessante Setups bieten können. Heute die Aufnahme als Video, nicht als Livestream, weil ich nach wie vor ja in Ludwigsburg bin. Das Internet hier nicht im Hotel so sehr gut ist, sodass ich einen Livestream machen kann. Somit habe ich mich hier entschieden, dann entsprechend das Ganze als Video gleich hochzuladen. Jetzt haben wir es 8:42 Uhr. Ich hoffe, dass wir jetzt relativ schnell durchkommen und somit ihr dann auch in der Nähe von 8:30 Uhr dieses Video natürlich dann zur Verfügung gestellt bekommt. Ganz kurzer Risikohinweis, lest diesen bitte durch. Achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, als Setups formuliere, gegebenenfalls vortradet, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jfdbank.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder natürlich auch zum Broker beantwortet bekommen. Und wir switchen mal direkt auf die Website von jfdbank.com. Denn hier mal ganz kurz auf den Eventkalender. Und wie ich es eben schon erwähnt hatte, wenn wir hier mal für den heutigen Tag schauen, ist normalerweise für den Nachmittag 15:55 Uhr die 15:45 Uhr die US Opening Bell hier anberaumt. Leider wird die heute nicht stattfinden, da ich da wahrscheinlich noch nicht im Büro bin, denn ich fliege ja heute zurück in Richtung Berlin. Und heute ist auch Feiertag in den USA und von daher werden auch die US-Märkte heute relativ zeitig schließen, im Endeffekt keinen Kernhandel sozusagen aufweisen. Kann auch bedeuten, dass der DAX heute ein bisschen ruhiger vonstatten geht und wir starten dann natürlich morgen wie gewohnt durch 8:50 Uhr Livestream DAX Long oder Short, danach Devisenradar, dann natürlich 10:30 Uhr dienstags mit Andreas Müller zusammen, der Live-Trading-Room und dann geht es weiter in vollen Zügen. Also ihr seid natürlich herzlich dazu eingeladen. Ich hatte es ja gestern mit der Trading-Woche-Analyse auch schon kurz erwähnt. Blicken wir mal auf den DAX. Allen voran jetzt hier mal auf den Xetra-DAX. Also der DAX, der quasi um 9 Uhr erst eröffnet und um 17:30 Uhr schon schließt. Also nur die Kernhandelszeit abdeckt, denn die Kernhandelszeit kommt ja größtenteils durch den Xetra-Markt zustande. Und das ist eben dieser Xetra-Markt, dieser allberühmte Xetra-Markt, den wir uns in den letzten Monaten des Öfteren schon immer mal wieder angeschaut haben. Und es zeigt sich hier jetzt ganz interessant, hatten wir uns gestern in der Trading-Woche-Analyse in dieser Ausprägung noch gar nicht angeschaut. Wir haben jetzt hier zwei merklich offene Gaps. Und zwar einmal vom 7, nein, vom 8. zum 9.1. Das ist hier unten ein relativ großes Gap, was grundsätzlich noch nicht ganz geschlossen wurde. Wir sind hier zwar mal vergangene Handelswoche reingelaufen, aber dann eben doch wieder zurück. Also wir haben hier noch eine Lücke quasi zu diesem offenen Gap. Also das ist noch recht spannend, ob das nun schlussendlich geschlossen wird oder nicht. Zumindest schloss der DAX in den letzten Wochen des Öfteren die Gaps und es sind so gut wie keine Gaps, zumindest aus der kürzlichen Vergangenheit hier aus dem DAX offen. So, jetzt hatten wir vergangene Handelswoche von Donnerstag zu Freitag das nächste Gap, merkliche Gap. Wir hatten hier so eine kleine Lücke mal von Dienstag zu, nee, von Mittwoch zu Donnerstag, so, ja. Und jetzt hatten wir hier von Donnerstag zu Freitag auch wieder eine relativ große Lücke. Und wir haben auch gesehen, dass wir am Freitag, zumindest in der Kernhandelszeit, hier um die Marke ganz knapp unter 500, so, merkliche Unterstützung hatten. Und wir haben quasi ein Gap, was auf der Unterseite quasi ruft, geschlossen zu werden. Und somit ist es natürlich ein Gedanke, diesen Gedanken hier in einen Trade umzusetzen. Und zwar in Richtung des Gap Closes. Das wäre erstmal ein antizyklischer Gedanke, aber durchaus denkbar, dass dieses Gap geschlossen wird. Ich würde erstmal noch nicht mit dem Gap hier unten arbeiten. Ja, da können wir uns vielleicht morgen mit beschäftigen, denn ich denke für den heutigen Tag, wenn eben wirklich die US-Markt-Session gar nicht stattfindet, somit am Nachmittag dann durch die US-Märkte kein Volumen reinkommt, höchstwahrscheinlich dann eben auch nicht großartig Volatilität reinkommt, dann sollte eigentlich der Bereich, der hier auch in der vergangenen Handelswoche wichtig war, der Bereich ganz knapp oberhalb von 400, der sollte dann Unterstützung bieten. Also war einmal reingelaufen in der Kernhandelszeit, das zweite Mal reingelaufen, das dritte Mal reingelaufen. Hier sind wir so ein bisschen durchgelaufen, aber pendelten trotzdem um diesen Bereich herum. Somit denke ich, ist es durchaus realistisch, dass der Markt heute schon dieses Gap schließen kann, dass wir aus diesem Bereich dann auch erstmal prozyklisch long tendierend, auch mit der Unterstützung ganz knapp drunter, Long-Chancen hätten. Wobei es durchaus sein kann, wenn wir uns die Volatilität vom Freitag anschauen. Und da war ein normaler Handelstag, da hat auch die US-Markt-Session quasi normalen Handel aufgewiesen. Somit ist es denkbar, dass, ja, Schließung, Gap, denkbar, aber dass das extremst vonstatten geht, dass wir jetzt nach unten weiterlaufen oder sogar am Tag dann wieder zurücklaufen nach oben.
würde ich aus aktueller Sicht fast gar nicht mal so in den Fokus rücken wollen. Wir blicken hier mal drauf auf auf die Pre-Handel-Session, denn wir sind ja da doch auch noch mal ein kleines Stück hochgekommen. Allerdings kann man das fast miteinander vergleichen. Wir sehen jetzt hier, wenn wir mal auf den 30-Minuten-Chart gehen, ja, Freitag, 17:30 Uhr Schlusskursbereich, also diese Xetra-Markt-Session ist einfach natürlich ein paar Stücke, mal ein paar Stunden weiter vorher, aber der Schlusskursbereich des 17:30 Uhr-Bereiches, der ist auch irgendwo hier. Und wenn wir eben unter diesen Bereich gehen, das ist hier diese Session, ja, auch Eröffnungskurs, 8 Uhr, dann am Freitag gewesen. Das ist im Endeffekt auch der Bereich, den wir uns dann am Wochenende mit der Trading-Wochenanalyse angeschaut haben. Dann ist es eben denkbar, dass wir so ein Stück weiter nach unten laufen. Die Gaps schließen einmal in den 22er Schlusskursbereich und dann eben auch in den 17:30 Uhr Schlusskursbereich. Das sind so die Gedanken, die könnte man in meinen Augen durchaus umsetzen. Ich wäre ein bisschen vorsichtig mit der Aufwärtsseite. Und ich hatte zwar gestern gesagt, dass ich heute eigentlich die Aufwärtsseite erstmal nur für Long Trades nutzen wollen würde. Allerdings würde ich das jetzt nochmal doch heute so ein bisschen aufgrund des Feiertages relativieren. Wenn wir nach oben kommen sollten, da wir jetzt erst auch erstmal Schwäche sehen, vielleicht zuerst am Tag die Schwäche sehen und dann etwas Stärke. Vielleicht mit der Schließung des Gaps, vielleicht läuft der Markt aber auch erstmal nur in die Tiefs von Freitag rein, bricht somit nicht aus, gibt dann gegebenenfalls nicht mal ein Short-Signal. Der Markt kommt nach oben und vollzieht quasi den kompletten Weg vom Freitag. Und das dann idealerweise auch direkt am Anfang des Handelstages. Also das sollte eigentlich schon bis um 10, spätestens 10:30 passiert sein. Sollte da Volatilität reinkommen, würde ich mir heute doch, ja, wieder erwarten zum Wochenende, hier oben mal mit dem Überschreiten dieses Hochs meinen antizyklischen Trade gönnen. Allerdings würde ich doch einen Trigger abwarten, einen kleinen Trigger abwarten. Wenn der Markt hier drüber geht, dann eben einen Short-Trigger abwarten, zurück in Richtung des heutigen Eröffnungskurses, in Richtung des Bereiches ungefähr 530. Das sind dann nur 30, 40 Punkte, also das darf man dann auch nicht mit einem großen Risiko fahren. Aber das wäre so auch ein Gedanke, der mir jetzt aktuell kommt, wenn ich mir das aktuelle Bild hier anschaue. Gehen wir ganz kurz auf den Euro-US-Dollar. Der läuft nach wie vor, hatten wir uns am Wochenende angeschaut, ist jetzt so leicht im Erholungsmodus, nicht extrem, aber könnte hier vielleicht sogar nochmal, das habe ich mir jetzt so überlegt, nicht heute, aber es kann durchaus sein, dass der heutige Tag dafür genutzt wird, dass er noch so ein Stück weiter nach oben wandern quasi. 1.1109 ist ein charttechnisch wichtiger Bereich, beziehungsweise sind wir fast schon an den Tiefs hier dran gewesen, sodass man diese Area durchaus hier auch nochmal für eine Pyramide überlegen könnte. Ja. Also ich warte jetzt mal ab, wenn wir so ein bisschen Stärke bekommen, kann es durchaus sein, dass ich hier dann nochmal Position nachlege mit dem Gedanken natürlich, dass wir weiter nach unten laufen, dass wir quasi wieder in Richtung dann dieser Tiefs hier laufen und dann eben uns eben durch diese Tiefs auch weiter natürlich trendfolgend wieder weiter nach unten bewegen und dann in die genannten Zielbereiche, die wir uns besprochen haben am Wochenende, dann eben laufen und dann hat man hier eben eine wunderbare Möglichkeit, die Position aufzustocken. Da warte ich jetzt mal drauf, wenn das so kommt. Wäre das gegebenenfalls eine Option? Gold habe ich noch einen Trade drin liegen, oder zumindest eine Order drin liegen, die jetzt aktuell noch nicht gefüllt ist. Wir hatten uns am Wochenende jetzt angeschaut, dass wir natürlich diesen Bereich hier um die Marke 58, 59, ja 57, 58, 59, dass das ja ein sehr, sehr, sehr charttechnisch wichtiger Bereich ist und dass wir dann auch zusätzlich noch diese Trendlinie hatten und jetzt hat sich über Nacht der Markt schon nach oben bewegt. Mein Ziel ist es ja, dass wir hier erstmal zumindest zwischenzeitlich durchaus in den Bereich um die Marke so 60, gut 60 laufen können, ja. Und somit ist es natürlich ein Gedanke, dann hier unten irgendwo zu kaufen. Moment mal, selbst erstmal kurz gucken. 60, nein, 70 natürlich, 70, entschuldigt. So dass wir hier in den Bereich 70 laufen können, so und dann, deswegen, ich habe jetzt geschaut. Und somit ist es jetzt mein Gedanke, okay, der Markt ist schon nach oben gekommen, habe jetzt allerdings ein Limit reingelegt, dass er ein bisschen erstmal nochmal hier konsolidiert in Richtung dieser Zone, um dann eben aus diesem Bereich nach oben wegzugehen. Also ich versuche hier die Long-Seite zu spielen mit dem Gedanken, dass wir wenigstens nochmal so ein bisschen nach unten kommen, um dann eben vielleicht morgen oder übermorgen hier erstmal weiter Stärke zu sehen. Ja. Sollte das nicht stattfinden, sollte das als Trade schlussendlich dann auch in irgendeiner Art und Weise nicht so funktionieren, dann ist es natürlich nach wie vor die Abwärtsseite, die ich mir anschauen wollen würde. Allerdings, ja, wahrscheinlich erst unter der 52. Da schauen wir, denke ich, morgen drauf. Das wird heute in dem Maße in meinen Augen erstmal nicht passieren. In diesem Sinne, ich wünsche euch erstmal gute Trades und Mega Trading. Das sind so meine Gedanken. Morgen dann natürlich wieder live aus dem Studio. Bis dahin euch nur das Beste. Euer Markus Klebe. Bye bye und ciao.